Dass diese Übung notwendig ist, das ist sicherlich heute noch sehr viel klarer als zu dem Zeitpunkt, als sie das erste Mal geplant worden ist. Wir wissen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, dass die europäische Sicherheitsarchitektur, so wie sie über Jahrzehnte lang von uns unterstellt worden ist, eben nicht mehr funktioniert und dass deswegen die Landesverteidigung ganz zwingend eine wesentlich größere Bedeutung haben muss. Mit Air Defender 2023 zeigen wir, beweisen wir und demonstrieren wir die Verteidigungsfähigkeit dieses Bündnisses. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein. Es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.